Wir sind doch alle Terroristen. Es lebt in ganz Deutschland kein Demokrat. Wir sind Terroristen gegen die Frauen, gegen die Kinder, die uns vertrauen. Aber nicht einer gegen den Staat. Die meisten schreien schon früh am Morgen. Na, was ist denn? Warum funktioniert nichts? Ist denn keiner auf Draht? Wir sind Terroristen gegen die Liebe, gegen die Faulenzer, gegen die Diebe. Aber nicht einer gegen den Staat. Dabei ist gerade der Staat das größte Übel, das alle Menschen seit Jahrhunderten versaut. Und jeder einzelne von uns ist nur ein Dübel, in den der Staat den Nagel seiner Allmacht haut. Und letztlich macht uns dieser Staat zu Terroristen, denn wir sind seine Bürger und sein Fabrikat. Wir werden Terroristen gegen die Stille, gegen die Abtreibung, gegen die Pille, gegen die Schwulen, denn um die ist nicht schad. Aber nicht einer gegen den Staat. Weißt du, was das heißt, Polizeipräsident? Weißt du, was das heißt, Infanterieregiment? Was heißt Kommissar, Kabinett oder Bundeskanzler? Macht heißt es. Was heißt Parlament oder Bürgermeister? Immer nur gib Acht heißt es. Andere bestimmen, ob du stirbst oder ob du lebst. Andere bestimmen, was du denkst und wonach du strebst. Und sie bestimmen dich zum staatlichen Terroristen. Du kriegst deinen Titel und dein Zertifikat. Dann bist du ein Starker und fort mit den Schwachen. Und außerdem sagst du, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht leben ohne den Staat. So lebst du mit dem Staat. Das ist bequemer. Du lernst die Hymne und den Badenweiler Marsch. Du wirst Beamter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gehst in Pension und denkst, ach, leckt mich doch am Arsch. Ja, wir sind alle Terroristen. Wir nennen's nur anders, das ist es ja grad. Doch wir sind Terroristen gegen das Leben, gegen das Träumen, Lavieren und Schweben, gegen die Dichter und gegen die Narren, gegen die Sänger und ihre Gitarren, gegen den Sex, gegen alles und nichts. Aber etwas gibt's immer, weil sonst wird's ja fad. Nur gegen eins nicht: gegen den Staat.